Hey, Heroes of the Storm ist wieder da. Und es gab einen großen Reset. Das heißt, man startet wieder bei einem neuen Account. Und es ist allerdings immer nur Technical Alpha. Es gibt ab jetzt einen Custom Mode, wo man also auch Games einfach mit Freunden erstellen kann. Es gibt da also einen Observer Mode drinnen. Das ist wahrscheinlich die größte Änderung am Spiel. Ansonsten gibt es nur zwei neue Heroes, Anubarak und Asmodan. Die möchte ich natürlich gerne mal ausprobieren, sobald es möglich ist. Sonst gab es ein paar kleine Änderungen in Heroes, also ein bisschen buffen, ein bisschen nerven, aber nicht so grob. Bis auf die Nova, bei der haben sie schon ein paar Talente mehr geändert und es gibt da ein paar neue Talente. Zum Beispiel schießt sie mit den Auto-Attacks 300% langsamer, dafür macht sie 330% mehr Schaden. Das heißt, sie wird jetzt wahrscheinlich noch besser darin sein, einfach mal kurz aufzutauchen, was zu nuken und dann aber gleich wieder zu verschwinden. Bin auch schon gespannt, wie sich das dann aufs Spielen auswirkt. Die meisten Heroes, die ihr da aktuell gerade zur Verfügung habt, die kennt ihr schon. Das heißt, ihr werdet Stitches nehmen. Dem habe ich jetzt auch schon die Talente freigespielt, weil die muss man jetzt leider auch wieder freispielen, natürlich, wenn alles resettet ist. Und ja, Stitches ist vermutlich nach wie vor der beste Tank. Bin dicht gefolgt vom Aphas. Er tankt relativ stark, macht dabei noch relativ gut Schaden und ist auch noch sehr sinnvoll in Teamfights. Mit seiner Standardfähigkeit, dem Hook, wo er einfach in einer geraden Linie seinen Haken wirft und einfach einen Gegner, den er trifft, zu sich zieht. Das lässt natürlich das gegnerische Team sehr ein bisschen aufteilen und eben, wenn man jemanden hookt und ins eigene Team zieht, dann kann man den natürlich sehr super mit dem Team fokussen und killen. Die zwei anderen Fähigkeiten sind ein bisschen mehr Standard. Das eine ist einfach ein Damage-Skill in einer kleinen Fläche vor ihm, beziehungsweise ein Damage, der gleichzeitig auch Heal für ihn selbst ist. Hat einen relativ langen Cooldown, heilt aber relativ stark und macht ganz gut Schaden. Und sein Passiv ist, immer wenn er getroffen wird, hinterlässt er so eine kleine Gaswolke, die Schaden macht über kürzere Zeit. Eben an einer Fläche, was sie auf Dauer ganz schön summiert. Seine Ultis gibt es eben zwei, wie eh bei fast jedem Hero. Und zwar, dass man einen Schleim hinterlässt, wo man hinläuft. Und er läuft auch ein bisschen schneller. Macht relativ viel Schaden, aber es ist jetzt nicht wirklich gut im Vergleich zu dem zweiten Ulti. Gorge, wo man einfach einen Gegner frisst und für 3,5 Sekunden mit sich mitnimmt. Und eben damit kann man auch super Gegner in die Base tragen, wo sie dann vom Team zerstört werden oder vom Tower oder was auch immer. Und das macht neben so einem sehr guten Tank. Ich werde jetzt auf 1. Also einen Slam kann man ein paar Mal skillen, der macht dann relativ viel Schaden. Ich könnte nur den skillen, damit das einfach ein bisschen mehr heilt. Ansonsten einfach Standard Block oder Regeneration Master, und ich werde den Regeneration Master nehmen. Wie ihr gesehen habt, ihr habt den Gegner ins kleine Tower reinzogen, was recht viel Schaden macht. Ah, da war leider nur ein Creep im Weg. Der ist gerade ein bisschen gefährlich unterwegs da. Ui. Fast erwischt. Wir haben einen Asmodan in unserem Team, habe ich gesehen, aber schauen, was der so macht. Glaube, der beschwört Minions. Was machten die? Die sind super aggressiv mit super wenig Hitpoints gegen Gegner, die alle viel Schaden machen. Ah, jetzt habe ich nicht gedacht, dass ein Erwisch. Das war. Den habe ich jetzt eigentlich schon daneben gesehen, den Hook.
werden wir dann noch so einen Orb holen. Und damit werden wir da jetzt verschüssen und denen ein bisschen helfen beim Seeds einsammeln. Diese Gartenmonster bringen jetzt ein bisschen mehr XP. Erwischt, aber ich befürchte, ich muss jetzt erstmal zurück. So, auf 4. Da haben wir, dass Healing und Regeneration stärker ist, oder dass man weniger Schaden nimmt von Nicht-Heroes, oder dass Basic Attacks eben auch diesen Debuff geben vom Passiv, oder dass das Slam diesen Debuff vergibt, und das finde ich besser wie das Basic Attack, weil man das eh recht häufig macht und man trifft da ziemlich viele Gegner damit und auch mit ein bisschen Reichweite. It's over for now. But don't get too comfortable. The infested will return again. Harvest the result of your efforts. Da müssen wir zurück, das sind so viele. Geh doch weg! Ja, genau den, was ich nicht erwischen wollte. Schade. There, your terror has come to life. Use it to harvest your enemy's corpses. Choose a talent. Leider zu wenig Schaden da. Wir hätten zwar alle überhaupt nichts mehr aus. Aber es geht sich nicht aus. So. Dann nehmen wir den Tenderizer. Mit dem Tenderizer mache ich einen Slow auf Gegner, die Auto-Attack. Wenn man den einmal bis zu... Was? Habe ich den gerade verfehlt? Also mit dem Tenderizer slowe Gegner, die mit dem Auto-Attack trifft. Ihr könnt das Wild Gas Radius vergrößern und Dauer verlängern. Ihr könnt beim Devourer den Cooldown reduzieren. Finde ich nicht wirklich sinnvoll, weil das geht nur auf Kill. Und was ich auch noch hätte, wäre, dass ich beim Devourer auf Heroes auch zwei permanente Hitpoint-Regeneration krieg. Aber das finde ich gut, dass da oben so viel Action war, weil unser Garden Terror da jetzt ziemlich viel gepusht hat dabei. Also unten haben sie jetzt wirklich gut gepusht, weil... Ah, also gut ausgewichen leider. Die Gegner zergen da besser rum. Also ich habe jetzt eben dieses Gorge genommen als Ulti. Ja, und Asmodan dürfte eben einige von diesen Heroes Units knappen. Also produzieren, redien. Ich war jetzt nur ein bisschen beschäftigt, diesen Hero zu schnappen vom Gegner. Ja, also der Asmodan dürfte einige Minions beschwören. Pusher sein. Macht der mehr Schaden über Zeit oder? Schaut fast so aus. Der Laser gescheit dann her. Ich habe irgendwie immer nur auf meinem Aufmounten diese Emotes. Deswegen cheer ich immer wieder mal, wenn ich aufmounte. Sollte nur umbelegen irgendwo.
Die sollten wir da stoppen. Pushen uns die Bude zu. Das Herhucken funktioniert schon noch. Ich habe es jetzt einfach nur wirklich verfehlt. Also damit kann man halt die Giants in Reichweite der Towers bringen. Und gefressen. Sehr gut. Na, ich glaube, jetzt kriegen sie mir vielleicht, ne? Man, unsere Kollegen könnten da durchaus helfen, wenn wir dann eigentlich mehr. Jetzt nimmer. Der Kollege hat dabei schon wieder den Garten-Terror gehört, das finde ich gut. Und ich darf dabei oben. Ich habe eh genug Regeneration. Auf 13 kann man auch Allies hooken. Oder dass die Wau so einen kleinen Minion spawnt. Slam, die Reichweite erhöhen. Oder die Duration von Disables reduzieren. Und ich befürchte, mit Malfurions dann werde ich einfach die Disables halbieren. Eigentlich schon wieder 102 Seeds. Das müsste eigentlich gleich wieder der nächste kommen. Den haben wir verspeist. Ah, okay. Hat leider gerade noch sein Ulti aktiviert, aber ist selbst noch so low, dass er nicht mehr davon kommt. So, und er hat gleich den nächsten Garden Terror hoffentlich. Dabei beschütze ich unseren Pusher. Könnte das auch durchaus sein, dass mittlerweile wieder ein paar Leute mehr einen Invite gekriegt haben für Heroes of the Storm. Ich glaube, es sind schon ein paar Neulinge dabei, also man merkt es bei manchen Spielern. Also ich glaube, die Kerrigan ist ein ganz neuer Spieler zum Beispiel bei unserem Team. Tychus ist jetzt auch nicht wirklich so stark. Da gibt es, finde ich, zwei interessante Skills auf dem Level. Und zwar ich habe jetzt geskillt, dass das Slam auch stunt und mehr Schaden macht. Was ich recht gut finde. Oder man könnte auch 50% mehr Range für den Hook skillen, was auch ganz gut ist. Ich habe es noch nie probiert und noch nie gesehen, aber man könnte auch skillen, dass man mit dem Hook 2 Gegner trifft, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Und ja, dass Gegner, wenn sie einen angreifen, den Attack Speed geslowt haben. Ich sage nur kurz, was man sonst noch skillen hätte können. Es ist jetzt ein bisschen schnell vorbei gewesen. Man hätte noch skillen können, dass man mehrere Gegner verschlingen kann. Das heißt, wenn man den ersten futtert, dann hat man kann man, solange der erste nur im Bauch ist, nur beliebig viel weitere verschlingen und das erhöht dann auch wieder die Dauer um eine Sekunde. Kann man auch noch drei wieder raus. Damit kann man wirklich ein Teamfight ziemlich zerlegen einfach in mehrere kleinen Fokusgruppen. Das heißt, man schnappt zuerst mal zwei, drei, währenddessen killt man den vierten und dann kommt mal der erste raus, der muss eh schon davonlaufen, der zweite kommt raus, der dritte und so weiter und so fort. Das ist sehr mächtig.
Und ja, ansonsten kann man halt nochmal das Resurgence of the Storm, was auch immer sehr gut ist, wo man einfach nochmal respawnt, außer noch am 60 Sekunden Cooldown halt zumindest. Und ja, ein Blink hat man auch noch, glaube ich. Also man kann immer ein bisschen Gebiet drüber blitzen und direkt an den Gegner rankommen. Was recht gut ist mit den Stitches. Also, ja. Also gibt es ein paar gute Sachen, die man auf 20 nochmal skillen kann. Und das war Stitches und ein paar Infos zum aktuellen Patch. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Und man sieht uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.